Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier wieder bei der Firma Hummel und heute zu unserem ersten Gartenmöbel-Spezial. Ich habe es mir gemütlich gemacht in einem Einsitzer und zwar ist es hier der Stuhl Square von Caneline. Dazu gibt es noch den passenden Dreisitzer, auch Square, und es gäbe auch noch einen Tisch in der gleichen Optik, auch in dieser Teak-Optik. Es ist ja auch Teak. Wir haben uns jetzt allerdings dazu entschlossen, den Penthouse-Tisch von Caneline herzutun. Warum? Weil der Penthouse-Tisch einfach größer ist. Der ist jetzt beschichtetes Aluminium, der ist größer wie der normale Square-Tisch. Wir finden, der passt genauso gut dazu und den gibt es in Weiß und in Schwarz. Warum ich Ihnen Square so empfehle, ich finde einfach, auf der einen Seite ist das Design wirklich klasse, da hat sich Caneline wirklich große Gedanken gemacht, ich finde das Design super und auf der anderen Seite haben wir natürlich die bewährte Caneline-Qualität. Wir haben hier ein Teak-Möbelstück, was ich ganz toll finde, weil es ist einfach Holz, ein Naturprodukt, da fühlt man sich gleich wohl, man spürt das, dass das einfach Qualität ist, man spürt das, dass das wirklich ein Top-Möbelstück ist, wenn man hier drauf ist. Dieses Teak ist sehr robust, es ist WWF-zertifiziert, das heißt aus kontrolliertem Anbau, sehr robust, sehr stabil, das merkt man gleich, aber trotzdem, wenn man hier drüber fährt, ja, es ist trotzdem, ja, man könnte schon sagen, sanft, also man spürt hier einfach hier so eine gewisse Eleganz in dem Produkt und Caneline hat sich natürlich hier auch in den kleinen Details Gedanken gemacht, zum Beispiel, wenn Sie sich mal die Armlehne anschauen, dann ist es hier so, dann haben Sie hier das so leicht abgerundet, damit ich hier einfach meine Arme noch bequemer hier drauflegen kann, damit ich mich hier noch wohler fühle. Hier haben wir nicht nur die Robustheit quasi im Material, im Teak, sondern wir haben es auch hier in den Kissen, weil Caneline hat hier das Soft-Touch-System genommen, das heißt, der Soft Touch-Stoff fühlt sich an wie Stoff, also können Sie, wenn Sie mich fragen, wie es sich anfühlt, dann würde ich sagen, ja, das geht vielleicht so ein bisschen in die Jeans, in so einen Jeans-Stoff hinein, ist aber doch deutlich sanfter, also nicht so rau, aber es ist schon, geht so, man merkt schon, dass hier eine hohe Strapazierfähigkeit gegeben wird. Also wie Jeans, aber es ist deutlich sanfter. Fühlt sich toll an und das Tolle an diesem Stoff ist, er ist UV-resistent. Sie müssen nicht Angst haben, dass der Ihnen weniger Zeit ausbleicht. Er ist UV-resistent. Sie können den waschen, das heißt, Sie können die Bezüge wegnehmen, abnehmen und in die Waschmaschine tun. Er ist auch antibakteriell beschichtet, weil wir ja das als Gartenmöbel haben. Sie wollen den Stoff auch draußen lassen und damit Sie hier den auch mal nass werden lassen können, ist er auch noch antibakteriell beschichtet von Caneline und wie gesagt, sehr, sehr strapazierfähig. Bei diesem Soft-Touch-System ist es so, dass Caneline hier ein gewisses Drainagesystem, kann man sagen, verwendet. Drainage bedeutet, Sie haben jetzt zum Beispiel mal so einen richtigen Sommerregen. Also es ist heiß, aber es kommt mal so ein richtiger Sommerschauer und danach ist es wieder warm und Sie wollen dann wieder auf Ihre Gartenmöbel. Dann wollen Sie ja, dass dieses Gartenmöbel wieder schnell nutzbar ist, schnell trocken. Und das erreicht Caneline unter anderem dadurch, dass wir hier ein Drainagesystem haben. Und ich zeige Ihnen das jetzt hier einmal. Wenn Sie sich das jetzt hier genauer anschauen, dann kann Ihnen hier das Wasser sehr, sehr leicht wieder durchfließen und Sie haben hier gute Hinterlüftung, eine gute Durchlüftung von diesem Stoff, sodass Ihnen der innerhalb von kürzester Zeit wieder trocken und nutzbar ist. Wenn Ihnen der nass wird, würde ich Ihnen empfehlen, einfach hochkant positionieren, dann läuft Ihnen das Wasser super runter und er wird Ihnen schnell wieder trocken. Das ist dieses, ja, bewährte Caneline-Prinzip. Die Square-Sitzgruppe gibt es jetzt im Endeffekt in diesem Farbton. Das bedeutet, Sie haben hier einmal diesen Holzcharakter, das ist jetzt braun. Mit der Zeit kriegt natürlich dieses Holz eine elegante Patina. Und wir haben hier noch einen grauen Bezug. Und wenn Sie hier den einen oder anderen farblichen Akzent setzen möchten, dann können Sie das zum Beispiel durch so Kissen, die Caneline im Programm hat. Die gibt es in kleiner und in größer und in vielen verschiedenen Varianten. Dann können Sie noch den ein oder anderen Akzent setzen. Bei dem Stuhl wollte ich Sie noch auf eins hinweisen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal so einen schönen Sommertag haben und Sie wollen einfach mal so etwas weiter nach hinten sich fallen lassen, weil Sie einfach die Sonne genießen möchten, können Sie mit dem Stuhl ganz, ganz leicht, weil den können Sie hier unten mit einem Handgriff ausziehen, dann sitzen Sie noch bequemer. Genauso leicht lässt er sich natürlich wieder in die etwas aufrechtere Position bringen. Und ich zeige Ihnen jetzt den Stuhl von hinten. Sie sehen das.
Hier heißt es, auch ein schöner Rücken kann entzücken. Sie können also diesen Stuhl auch wunderbar einmal freistellen oder auch die ganze Bank freistellen, weil es macht auch von hinten wirklich einen tollen optischen Blickfang. Was gibt es noch Spezielles zu der Bank zum Sagen? Ich finde es ja toll bei Caneline, bei der Bank vor allem, dass wir hier jetzt zum Beispiel diese Beine nicht ganz normal hier an der Seite runtergehen, wie vielleicht bei einer anderen Bank, sondern dass ich hier ein bisschen freischwebender habe. Und diese Beine sind U-Form. Das macht das Ganze auch nochmal sehr modern, optisch sehr, sehr schön. Ich finde die Sitzgruppe toll. Kommen Sie in Ottobeuren vorbei, schauen Sie sich's an. Hier können Sie es auch mal Probe sitzen, ganz wichtig. Ist halt ein hochqualitatives Produkt, daran werden Sie wirklich lange Ihre Freude haben. Wenn Sie Preise interessieren, wenn Sie Kataloge interessieren, gehen Sie auf unsere Homepage hummel-blockhaus.de oder aber ich packe Ihnen direkt einen Link unten rein, dann sehen Sie hier nochmal den Katalog und die Preisliste finden Sie relativ leicht online. Wenn Sie Fragen haben, einfach die Kommentarfunktion oder eine E-Mail an youtube@hummel-blockhaus.de. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.